Der ARD-Tatort ist eine echte Kultsendung. Auch der Hessische Rundfunk produziert jedes Jahr mehrere Folgen. Heute Abend wird bei uns im großen Sendesaal schon mal vorab die neue Folge Der Tote im Nachtzug gezeigt. Der zweite Tatort mit Nina Kunzendorfer und Joachim Krohl. In den letzten Tagen hat der HR dafür Karten verlost. Das Interesse war viel größer als die Zahl der Plätze. Meine Kollegin Anna Schilling ist jetzt gerade gegenüber von unserem Hessenschau-Studio. Wie viele Menschen passen denn rein in den großen Sendesaal? Hier in diesen Sendesaal passen 850 Leute rein und es wird auch noch jeder Platz heute besetzt sein, denn so eine Premiere des neuen Tatortes lassen sich die Leute natürlich nicht entgehen. Die sind froh, dass sie eine Karte ergattert haben und ich bin froh, dass das neue Ermittlerduo jetzt hier bei mir ist. Hallo, Frau Kunzendorf, wie ist das denn bei Ihnen jetzt gewesen nach dem ersten Tatort, der ja sehr erfolgreich auch war im Mai? Traumquote, hat sich irgendwas für Sie verändert? Ein bisschen was. Also der Erkennungswert ist nicht viel größer geworden. Ich habe einen Testlauf gemacht am Montag nach der Erstausstrahlung und bin mit meinen Kindern in Frankfurt Schuhe einkaufen gewesen. Und das war ein erfolgreicher Testlauf. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann echt unerkannt und zufrieden durch die Gegend laufen. Also es hat mich mit großer Zufriedenheit erfüllt. Ich bin da nun optisch auch, jetzt hat man mich ein bisschen aufgehübscht, aber ich laufe privat wirklich andersrum. Ich habe eine dicke Nerdbrille an und Jeans und Pulli und Turnschuhe, da erkennt mich kein Mensch. Wir gucken jetzt mal in den zweiten Tatort rein, der jetzt im November laufen wird, Der Tote im Nachtzug. Stehen bleiben oder schieße! Sie sehen ja total verängstigt aus. Haben Sie ein Problem, da reinzugehen? Platzangst? Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Seit ein paar Tagen. Aber ich brauche sie doch. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Joachim Krohl, ist das irgendwie anders, wenn man als Schauspieler so einen Film spielt, wo man weiß, dass es tatsächlich so passiert oder so ähnlich? Ja, es war eine ganz besondere Arbeit in dem Zusammenhang. Besonders, weil Axel Petermann, der Autor des Buches, auf das wir uns berufen, auch am Drehort war und für unsere Fragen zur Verfügung stand. Und man bewegt, im Grunde macht man ja Unterhaltung. Aber wenn man sich auf eine wahre Begebenheit berufen kann und dann noch jemand fragen kann, ist das wirklich so? Dann viele Unwägbarkeiten, Unsicherheiten sind einfach vom Tisch. Man kann sagen, okay, die Wahrheit ist immer ein bisschen schräger als die Fiktion. Dann können wir das halt so machen, wie wir es machen. Jetzt ist es ja so, dass Sie sich in dem Film näher kommen, das Ermittlerduo kommt sich näher. Ist es dann auch so im wahren Leben gewesen, so hinter den Kulissen, dass Sie irgendwie ja, sich näher gekommen sind, sich noch besser verstehen als sonst? Naja, das ist so der normale Gang der Dinge. Wir kannten uns tatsächlich vorher nicht so wirklich gut. Wir hatten vor dem ersten Dreh 1-2 Begegnungen und dann ist klar, lernt man sich besser kennen. Jetzt haben wir den dritten schon miteinander gemacht, aber ich mochte Joachim von Anfang an. Also da musste ich nichts einholen. Bei dem Ermittlerduo ist es so, da gibt es sehr viele Reibungspunkte. Gibt es auch irgendwas, was Sie hinter den Kulissen nervt aneinander? Nee. Ich habe gelesen, sie kann wohl vorher den Text immer nicht so gut. Sowas vielleicht was. Ich kann ihn, wenn es drauf ankommt. Oder? Ganz genau. Nein, wer erzählt denn sowas? Das ist mir wirklich nicht aufgefallen. Nein. Wir haben das jetzt schon so oft gesagt, dass ich Angst habe, dass die Leute denken dann, da stimmt irgendwas nicht. Aber diese Besetzung mit uns beiden ist, glaube ich, für alle Beteiligten ein Glücksfall. Absolut, der Glücksfall. Also auch gar nichts, was irgendwie. Nee, fällt mir überhaupt nichts ein, auch wenn ich lange nachdenke. Kann ewig so weitergehen. Ich bin heute angereist für die Preview und wir haben uns heute Nachmittag auch den dritten Film schon angeschaut im Rohschnitt und habe dann im Hotel gesagt, ich bin wieder da, ich freue mich auf den Februar und es ist einfach ein tolles Stückchen 2012, was wir schon vor uns haben. Aber jetzt freuen wir uns alle erstmal auf den Film, der am 20. November kommt in der ARD. Ich habe ihn schon gesehen, ich kann nur sagen, es lohnt sich wirklich sehr. Schalten Sie ein.